Ja, vielen Dank. Also ich meine, der Drops mit dem Integrationsbeauftragten ist doch gelutscht. Von daher bin ich nicht mehr besonders pünktlich jetzt. Also, Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere Fraktion wird sich bei der Abstimmung über den Antrag der Piratenpartei mit dem Titel Rolle des Integrationsbeauftragten stärken enthalten, weil wir zwar die politischen Ziele begrüßen, dem vorgeschlagenen Gesetzentwurf aber nicht zustimmen können. Wir halten starke Integrationsbeauftragte mit klar umschriebenen Rechten, Aufgaben und Kompetenzen für notwendig. Berlin würde eine starke Beauftragte brauchen, das glaube ich nach den letzten Sitzungen glaube ich hier nicht noch mal zu betonen. Und dass der Senat den entgegengesetzten Weg gewählt hat, ist glaube ich auch klar geworden. Die vagen Formulierungen des im Ganzen ziemlich halbherzigen Integrationsgesetzes von Rot-Schwarz werden zum Abbau von Partizipation genutzt. Zum Antrag. Die Wahl der Beauftragten durch das Abgeordnetenhaus halten wir nicht für sinnvoll. Unklar bleibt bei dem Antrag auch, wer das Vorschlagsrecht haben soll und wie die Vorauswahl geschehen soll. Eine Mitsprache des Integrationsbeirates war im Vorschlag der Piraten bisher nicht vorgesehen, nicht mal eine Anhörung, wie sie derzeit das Integrations- und Partizipationsgesetz vorschreibt. Das wäre ein Rückschritt gewesen, das ist jetzt zurückgenommen worden. Das wäre ein Rückschritt gewesen, denn schon eine Anhörung kann, wie wir gerade erlebt haben, als reine Formalie gehandhabt werden, wenn keine wirkliche Partizipation gewünscht ist. Der Gesetzentwurf schlägt einige Ergänzungen des geltenden Integrationsgesetzes vor. So soll die Beauftragte ausdrücklich auch für Deutsche zuständig sein, unabhängig von ihrer Herkunft und Hautfarbe, wieder formuliert ist. Gemeint ist damit wahrscheinlich, dass die Beauftragte zukünftig auch für den Bereich Rassismus und Diskriminierung zuständig sein soll, soweit dieser mit Migration nicht in Zusammenhang zu bringen ist. Tatsächlich kann man zum Beispiel in Bezug auf die Diskriminierung von schwarzen Deutschen nicht von Integrationsproblemen sprechen. Hier besteht das gesellschaftliche Problem klar auf der Seite derer, von denen die Diskriminierung ausgeht. Da die Integrationsbeauftragte jetzt schon für die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen gegen Rassismus und Antisemitismus verantwortlich ist, sehe ich darin keinen Fortschritt. Begrüßenswert dagegen ist die Ergänzung der Aufgabenbeschreibung, um das Recht, Einsicht in Akten und Unterlagen der Verwaltung zu nehmen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn sich die Beauftragte um Fälle kümmert, in denen es um ein diskriminierendes Verhalten von Verwaltungen geht. Ohne Akteneinsicht ist eine Aufklärung und Vermittlung in diesen Fällen schwer möglich. Das Recht auf Akteneinsicht sollte sich auf alle Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts beziehen. Da wäre der Antrag zu ergänzen. Der Antrag der Fraktion der Piraten orientiert sich konsequent in wesentlichen Teilen an der Beschreibung des Datenschutzbeauftragten. Das hat ja auch Frau Becker schon gesagt. Was allerdings in dem Antrag fehlt, ist, wenn man sich schon an der Beschreibung dieser Aufgabe orientiert, das Beanstandungsrecht des Beauftragten. Auch das müsste dem Integrationsbeauftragten übertragen werden. Das würde ihr erlauben, bei Verstößen gegen die Vorschriften des Integrationsgesetzes und des Landesantidiskriminierungsgesetzes diese zu beanstanden und die entsprechenden Behörden und öffentlichen Stellen zur Stellungnahme zu fordern. So wie die Situation jetzt ist, haben wir seit Dienstag eine Leiterin der Abteilung Integration und was die überhaupt noch darf, werden wir in den nächsten Monaten erstmal angucken müssen. Den verpatzten Einstieg in die neue Arbeit hat Frau Lücke tatsächlich nicht zu verantworten, das möchte ich ausdrücklich betonen. Nicht sie hat ihren Namen vor der Anhörung des Beirats an die Medien gegeben und nicht sie hat dafür gesorgt, dass der Beirat seine Arbeit auch ein Jahr nach der Wahl des Abgeordnetenhauses nicht aufnehmen konnte. Aber leichter ist es für sie dadurch nicht geworden und wir wünschen ihr dennoch alles Gute für den Start. Vielen Dank, Frau Kollegin Kahlefeld. Für die Fraktion der CDU hat jetzt das